Hallo zusammen, mein Name ist Sally. Ich bin 10 Jahre alt und möchte euch heute gerne etwas über meine Schwester Anne erzählen. Meine Mama sagt, Anne hätte so etwas, das man Autismus nennt. Das heißt, Anne sieht die Welt durch andere Augen und denkt und handelt etwas anders als die meisten anderen Kinder. Zum Beispiel gehe ich gern mit meinen Freundinnen nach draußen, um zu rennen, springen und zu spielen. Anne möchte manchmal lieber nicht mitspielen, sondern spielt am liebsten alleine mit ihrem Teddy. Forscher sagen, Kinder mit Autismus haben Schwierigkeiten in sozialen Situationen, also wenn sie mit anderen Menschen zu tun haben. Anne schaut beispielsweise fast nie in die Augen, wenn jemand mit ihr spricht, und ist schnell abgelenkt von lauten Geräuschen. Sie dreht sich dann von den Menschen ab, was unhöflich wirkt und mich auch manchmal nervt. Für mich als Schwester ist es aber wichtig zu wissen, dass sie das nicht so meint und auch nicht gleich merkt, dass mich das nervt. Da ihr Gehirn etwas anders arbeitet, hat sie nämlich Schwierigkeiten, die Gedanken und Gefühle anderer zu verstehen. Eine Haupterklärung für die Schwierigkeit in sozialen Situationen bei Kindern mit Autismus ist die sogenannte Theory of Mind, abgekürzt TOM. Das ist Englisch und ein Begriff von Forschern. Er beschreibt, was in euren Köpfen abläuft, wenn ihr versucht zu verstehen, warum andere Menschen etwas Bestimmtes tun, denken oder fühlen. Zum Beispiel, wenn ihr euch fragt, warum eure Mutter sich Sorgen macht, wenn ihr länger draußen bleibt als abgemacht. Euch ist klar, dass eure Mutter andere Gedanken haben kann als ihr selbst. Vielleicht war diese Erklärung jetzt ein bisschen zu kompliziert. Darum merkt euch am besten dieses Bild hier. Viele Forscher haben gezeigt, dass Kinder im Alter von 4 Jahren die Fähigkeit entwickeln, sich in die Gedanken anderer hineinzuversetzen und diese auch mündlich zum Ausdruck bringen. Es gibt aber auch andere Forscher, die gezeigt haben, dass bereits 15 Monate alte Babys sich in andere hineinversetzen können, aber dies noch nicht sagen können. Nun, wie können wir herausfinden, wie gut ein Kind darin ist, sich in andere hineinzuversetzen? Oder in anderen Worten, ob die Theory of Mind schon entwickelt ist? Um euch das zu erklären, machen wir nun eine Aufgabe mit euch, die Sally und Anne-Aufgabe. Hier seht ihr Sally und Anne. Sally legt den Ball in den Korb. Als Sally den Raum verlässt, holt Anne den Ball aus dem Korb und legt ihn in die Box. Nun kommt Sally zurück. Was denkt ihr? Wo wird Sally nach dem Ball suchen? Im Korb oder in der Box? Sally wird im Korb suchen, weil sie nicht mitbekommen hat, dass Anne den Ball in die Box gelegt hat, als Sally aus dem Raum ging. Wir als Zuschauer wissen aber mehr, weil wir zusehen konnten, wie Anne den Ball in die Box gelegt hat. Trotzdem müssen wir uns aber in Sally hineinversetzen, um die Frage zu beantworten. Wir verstehen also, dass andere nicht immer das Gleiche wissen wie wir selbst und haben somit eine Theory of Mind. Viele Kinder mit Autismus, so wie unsere Geschwister, gehen davon aus, dass Sally in der Box suchen wird. Sie ziehen automatisch den Schluss, dass Sally das Gleiche weiß wie wir, obwohl sie weg war, als Anne den Ball vom Korb in die Box gelegt hat. Sie haben also Schwierigkeiten, sich in Sally hineinzuversetzen. Bisher hat die Forschung gezeigt, dass Kinder mit Autismus eine verzögerte Entwicklung ihrer Theory of Mind haben. Wie ihr merkt, ist es ein sehr wichtiges Thema. Darum kommen oft Forscher zusammen und wollen das genauer untersuchen. Der Forscher Baron Cole und seine Kollegen haben das Thema der Theory of Mind zum ersten Mal auch mit autistischen Kindern unter die Lupe genommen. Dort wurde die euch jetzt schon bekannte Sally und Anne-Aufgabe mit Kindern mit Autismus und Kinder ohne Autismus angeschaut. Bei Kindern mit Autismus hat die Mehrheit die Sally und Anne-Aufgabe falsch gelöst, hier das blaue Kuchenstück. Bei Kindern ohne Autismus hat die Mehrheit die Aufgabe richtig gelöst, hier das grüne Kuchenstück. Das bedeutet, die Mehrheit der autistischen Kinder hat Mühe, sich in Sally hineinzuversetzen. Dieses Ergebnis ist schon etwas älter, aber Frau Berenger und ihre Forscherkollegen berichten ein ähnliches Ergebnis in einer aktuellen Untersuchung. Es gibt aber auch eine Untersuchung, die für uns als Geschwister besonders spannend ist. Und zwar konnten die Forscher Matthews und Goldberg zeigen, dass das Vorhandensein von mindestens einem älteren Geschwister ohne Autismus, also so wie wir, Kinder mit Autismus helfen kann. Das lässt vermuten, dass wir für unsere Geschwister ein Vorbild sein können und sie beim Umgang mit der eingeschränkten Theory of Mind unterstützen können. Ich habe gelernt, dass Anne anders ist, so wie jeder auf seine Art anders ist. Sie ist etwas Besonderes, genau wie ich und ihr auch. Darum jetzt ein kleiner Rat an euch. Redet mit euren Geschwistern. Kommunikation ist das Wichtigste im Umgang mit Autisten überhaupt. Sie können genauso wenig in eure Köpfe gucken, wie ihr in die Köpfe eurer Geschwister gucken könnt.